Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Palworld, liebe Freunde. Wir sind mittlerweile angekommen bei Tag 51, 52, ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Nehmt's mir nicht böse. Und wir haben unsere Base mächtig erweitert. Wir haben sehr viele Eier ausgebrütet. Ich bin jetzt aktuell dabei zu gucken, dass ich hier weiter vorankomme, dass ich immer mehr Platz kriege in der Base, um, ja, mehr Pals mir hier reinzustellen. Und um unser Lager nochmal weiter zu verbessern, brauchen wir als nächstes die großen Palbetten. So, für die brauche ich natürlich jede Menge Stoff, weil wir müssen hochwertigen Stoff produzieren. Deswegen habe ich jetzt hier hinten eine übelste Wolleproduktion am Laufen. Die scheint auch sehr gut zu laufen. Also da kommt jede Menge Wolle bei rum. Ich weiß nicht, ob die irgendwo eingeräumt wird oder ob da alles liegen gelassen wird. So wie es aussieht, wird alles liegen gelassen. Deswegen tue ich die jetzt immer händisch oben einsortieren und dann gucken wir mal. Zack. Haben wir jetzt schon mal hier wieder 40 Stück. Das heißt, ich kann schon mal 4 hochwertige Wolle produzieren. Für ein Bett brauchen wir aber immer nur 10. Oh, das heißt, wir müssen 100 Wolle haben für ein Bett. Das ist natürlich nicht gerade wenig. Was machst du, wenn du off gehst? Dann gehe ich offline. Würde mir gerne deine Livestreams, vor allem im Palworld, weiterhin anschauen. Dann kann ich dir empfehlen, auf meinem Variety-Time-Kanal vorbeizuschauen. Denn da werden nachträglich alle Livestreams ungeschnitten hochgeladen. Also die Palworld-Streams. Und ja, da kannst du dir das ganz entspannt alles in Ruhe nachträglich nochmal anschauen und geben. Okay, das geht. Ich mache aber mal 200, die reichen hier. Dann packen wir die mal da drauf. So, die packe ich mal dahin. Und dann gehen wir jetzt hier runter und packen da auch noch mal schnell welche noch rein. Bei denen ins Food. Alter, haben die hier schon wieder Metall rangeholt. Also ist das krank. Das Essen geht auch gar nicht weg hier, ne? So, jetzt schauen wir mal. Ich habe sehr viele Anubis gerade ausgebrütet. Er hat fleißig. Handwerksmeister. Eigenes Arbeitstempo plus 25%. Handwerksmeister, Arbeitstempo plus 50. Der hat 75% mehr Arbeitstempo. Heißt das nicht, dass der dann übertrieben schnell craftet? Oder auch Bergbau macht? Nee, die 25% gelten für den Spieler. Der gekochte Salat gibt Tempo. Ja, kann ich aber noch nicht machen, Leute. Und bitte nicht so viel Backseat Gaming. Aqua, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Bisschen was will ich ja natürlich selbst noch rausfinden, ne? Wenn ich Fragen habe, frage ich euch immer, Leute. Ich tausche den trotzdem mal aus gegen den Handwerksmeister, weil das ist ja Arbeitstempo plus 50% eigenes. Das heißt bestimmt meins, meint der damit, ne? Aber er hat ja 50% mehr Arbeitstempo. Guck mal, jetzt sehen wir das ja auch hier. Ah, okay. Stein wird jetzt auf jeden Fall sehr gut produziert hier, ne? Zack. Wir haben schon wieder 24 Wolle. Ist das crazy. Also die Wolleproduktion ist auch am Laufen.
So, der Entsafter gibt jetzt für einen Teil meiner Pals gar keinen Sinn. Das heißt, da machen wir jetzt gleich den großen Verkauf. Dann werde ich erstmal schön Pals wieder verkaufen. So, wir haben hier noch ein Ei. Hier ist nichts mehr drin, okay. Aber safe gibt's noch da hinten wieder welche von den Dingseiern. Ja, da ist doch schon wieder ein Anubis-Ei. Enshrouded gab's schon bei mir. Auf dem Variety-Time-Kanal findest du die Folgen. Ich bin aber mit dem Let's Play, also habe ich bis jetzt noch nicht weitergemacht. Deswegen, also, da kann ich auf jeden Fall noch einiges machen. Philipp, dankeschön für den Like und schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Liebe geht raus. Danke, Mann. Djotzal, moin. Alles gut? Das packe ich, glaube ich, hier in die Tasche. Ja. Junge, jetzt produzieren die ordentlich Wolle, ne? Jetzt geht das mal endlich hier in einem Tempo, was auch vernünftig ist. Und hier wird auf jeden Fall gut Stein produziert. Das lohnt sich auch dann. Wie bist du an den roten Drachen gekommen? Das kann ich dir easy gleich sagen. Oder auch zeigen. Ich würde gerne nochmal gucken, ob ich noch einen kriege vielleicht. Ich wollte aber erstmal kurz gucken. Kann als Flugreittier genutzt werden. Triffst du im Ritt den Schwachpunkt eines Gegners, erhöht sich der genommene Schaden. Ah, okay. Ich würde jetzt erstmal schnell gerne Pals verkaufen. Dann gucken wir jetzt gleich uns mal in diesem Fischerdorf um, was es da so gibt. So, verkaufen. Also von den kleinen verkaufe ich jetzt erstmal so viele, dass ich immer nur einen übrig habe. Ich glaube auch nicht, dass ich die kleinen groß irgendwie entsaften werde, weil entsaften tut man ja eher dann die Pals, wo man auch wirklich nutzt, ne? Abrichte. Moin. Schön, dass du wieder am Start bist. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Na gut, moin. So. Da kommt jetzt schon gut was zusammen. Haben wir schon 37.000. Brauche ich auch nicht. Boah, Alter. Von denen habe ich sehr, sehr, sehr viele durchs Brüten. Da kommt auch erstmal ordentlich Platz wieder hier
in das ganze Geschehen. Junge, wie viel geben die denn? Wobei, die kann ich für Pal... Ah, wobei, nee, komm, lass mal. So. Das verkaufen wir. Bam. Einfach mal 100k fast gemacht. Das hat sich ja mal gelohnt. Einfach 100k fast. Italy Beast TV. Moin, alles gut? So, lassen wir auch direkt wieder produzieren, ne? Hier ist die Wolle am Start. Denn Riki, moin moin, alles gut? Sieht ja richtig gut aus bei dir. Ja, danke, danke. Alles bestens und selbst alles bestens. Danke, Mann. Okay, dann würde ich sagen, Sleeping Time. Und dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Ich würde ganz gerne das Fischerdorf einmal aufdecken. Das heißt, ich fliege jetzt auch mal unten diese Küste ab. Oder laufe die ab, wie auch immer. Mal gucken. Oh, hier ist auch wieder ein Ei. Oh, hier läuft Fenglope einfach so rum. Krass. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Hier haben wir Palseelen, die sammeln wir ein. Das hier scheint das Fischerdorf zu sein. Abgelegenes Fischerdorf, ja. Okay, hier ist auch nochmal ein Händler. Was hast du denn? Knochen kann ich bei ihm kaufen? Hochwertiges Palöl? Ah, der verkauft auch nur Megasphären, ne? Also... Nichts anderes. Maxim, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ist sowas teuer? Ja, also wie teuer deine Internetleitung ist, das hängt ganz stark davon ab, was du dir für eine Internetleitung holst, ne? Er verkauft Pals, okay. Ist nichts interessant. Wichtigtuerin. Tu dich hier nicht so wichtig. So. Da hinten haben wir nochmal eine Statue.
Oh, hier ist auch noch mal ein Ei. Also, sag ich mal so, ne? Du hast ja gefragt, wo ich das Drachenei her habe. Da bin ich hier... Oh, warte mal, da ist noch ein Dings. Das muss ich gleich holen. Ich bin hier an der Küste quasi. Westlich aber. Immer lang geflogen. Und hab die Eier gesammelt. Und da ist irgendwann ein Dings gespawnt. Ein Drachenei. Und das habe ich dann eingesammelt. Und daraus kam dann dieser große Drache. Mhm. Da haben wir den Schnellreisepunkt. Finn, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Zack. Ich würde jetzt ganz gerne hier erstmal so ein bisschen aufdecken. Das heißt, ich tue jetzt erstmal hier ein bisschen fliegen. Damit wir dann nämlich hier auch mal so ein bisschen Sicht drauf haben, was hier wo ist, ne? Ich glaube, den kann ich jetzt auch so lange erstmal wieder wegpacken. Da bin ich mit dem Feng Lope schneller unterwegs. Oh, da oben haben wir nochmal eine Statue. Sammeln wir ein, die Palseele. Bup, bup. Kutsu Gundereli, wie auch immer ich diesen Namen aussprechen soll. Ich danke dir für dein Follow, ja? Nimm's mir nicht übel. Das ist ein sehr spezifischer Name. Wandwurm ist auch leider so langsam. Ja, da werde ich natürlich mir auch noch ein Upgrade irgendwann mal holen, ne? Also, sobald ich die Möglichkeit dazu hätte, würde ich es natürlich gerne sofort machen. Aber ich muss, glaube ich, auch ein bisschen erstmal noch die Karte weiter aufdecken. Ich will gar nicht wissen, wie viele Gebiete hier sind, wo ich schon längst hin könnte und noch überhaupt nicht dort gewesen bin. Oh, hier haben wir noch ein Ei. Ja, für den muss ich aber den Sattel noch craften, Mallory. Da müsste ich mal gucken. Vor allen Dingen würde ich den gerne in Blitz schnell haben. Es gibt ja einen Boss davon. Den könnte ich mal gucken, dass ich den fange. Ich drücke mich gerade nur ein bisschen davor, die hochwertigeren Sachen zu produzieren, weil die brauchen alle Zement und so. Nee, Kotterbier am Morgen möchte ich nicht. Geil wäre, wenn es eine Schlachtmaschine gäbe.
wo du einfach deine Pals auswählst, die du schlachten möchtest, und dann kommen die da automatisch rein und dann kriegst du die ganzen Materialien. Er ist hier auch unterwegs. So, ein bisschen hier das Gebiet aufdecken weiter. Hier ist aber weit und breit gar nichts. So. Terrasphäre bekommen. Hier oben ist nochmal ein Schnellreisepunkt, den hole ich mir. Oh, da ist eine Anubis-Statue. Ich habe gar keine Ahnung, was es hier eigentlich mit diesen Bäumen auf sich hat. Ach, die haben Früchte, womit die Fähigkeiten lernen, ne? Hydrostahl, Eisberg, Kugelblitz. Ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, die Dinger zu sammeln, ne? Dann... Die sammeln wir erstmal ein, die Statue. Dann sammeln wir die ein. Immer mitnehmen, gibt auch verschiedene Seltenheitsgrade und so bei den Früchten. So. Dann holen wir dich. Und dann geht's los. So, erstmal wieder zurück zur Base gehen. Mehl, wieder ready. Alter, was ist denn hier los? Warum lehrt das denn keiner? Was ist das denn für eine geisteskranke Wolleproduktion, die ich jetzt hier erschaffen habe? WTF? Niemand holt hier die Wolle. Zwei Stück? Ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen erstmal mehr machen. Was die Wolle angeht. So. Okay, hier kann ich noch mal eins nachlegen.
Dann bam, 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 bam. Ungenutzte Statuspunkte. Ja, da machen wir natürlich direkt nochmal hier in Arbeit was rein. Da tauche ich auch mal darüber. Schon wieder hier Wolle, ne, am rumliegen. Das ist ja komplett krank. Stein habe ich jetzt mittlerweile auch gut was reinbekommen. Ja gut, dann tue ich das halt händisch immer rein, ne? J-Zahl. Ist mir auch egal. Jetzt ist die Frage, was mache ich als nächstes? Genau, ich wollte mal wegen den Beacon Sattel schauen. Also da brauche ich noch 2 Elektrodrüsen. Die kriege ich ja safe, wenn ich den fange. So, Palladium und Stoff easy going. Das heißt also, wir gehen hin und werden den jetzt, den Boss einmal fangen. Der befindet sich hier. Das heißt, ich gehe dahin. Vielleicht habe ich ja sogar super duper Glück und kriege den direkt in Blitz schnell. Das wäre natürlich geisteskrank insane, ne? Ich direkt mit der Fähigkeit blitzschnell den bekomme. Ich muss ehrlich gestehen, das Game macht mir immer mehr Spaß. Also wenn ich nach den 100 Ingame-Tagen immer noch nicht mit dem Game so weit bin, dass ich sage, ey, ich habe hier schon alles erledigt und habe immer noch Bock, dann mache ich, glaube ich, nochmal 100 Tage. So süchtig, wie das hier gerade macht. So. Ja, Lex, deswegen mache ich ja die ganze Zeit. Ist doch, guck doch mal der Titel von dem Video. Oder besser gesagt vom Stream. Der sollte gegen den gut effektiv sein. Let's go! Selbstzerstörerisch! Was? Da hatte ich jetzt aber nicht so viel Glück, ne? Moin, Mr. Nobody! Ja, Alex, da, also wie gesagt, ne? Dadurch, dass ich ja auch noch einen Cutter am Start habe, kann ich dann die Videos gut machen, aber ich muss halt gut produzieren. Und da muss man mal schauen. Also der Plan ist, je nachdem, wenn dieses Video, also das 100 Tage Palworld Video, wirklich gut ankommen sollte, dann wollen wir sowas nur noch machen und gucken, dass wir einmal in der Woche oder alle 2 Wochen so ein 100 Tage Video raushauen. Ja, ja, deswegen, Lex, ich muss ja auch irgendwas machen, was zieht auf YouTube, ne? Und das ist auch was, was authentisch ist, weil ich die Games, wie du ja schon sagst, eh die ganze Zeit grinde und spiele. Also passt dieses Konzept von 100 Tage in eigentlich sehr gut bei mir. So, wir mussten Wolle noch machen.
Also Stoff. Ich sag jetzt mal 10 Stück. So. Und hier. Lassen wir direkt 200 durch. Bam. Let's go, der Hase. Guck mal, jetzt haben wir auch wieder sehr viel Platz hier. Ja, ich nehme dann den hier wahrscheinlich, cooler Typ. Ich glaube, der hängt da oben fest. Okay. Ist das krank. Also die Wolleproduktion ist komplett crazy. Aber so soll die auch ruhig bleiben. Wir müssen ganz, ganz, ganz viele Betten machen für die. Ja, gut, Lex, ne? Aber die müssen halt erstmal produziert werden. Das ist die Sache. Und da braucht man Leute, die vor allen Dingen zuverlässig sind. Fab ist da, moin. Moin, Minigun. Okay, er produziert hier gerade. Sehr schön. So, jetzt sollte ich eigentlich genügend haben, um diesen Sattel craften zu können, ja? Perfekt. Okay, dann findet jetzt der Austausch statt. Okay, der ist wirklich schneller. Den hätte ich gerne mit blitzschnell. Ich glaube, dann bin ich echt schon sehr flott unterwegs. Windbeutel, moin. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus. Mich Zocker und JK, Dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch mit am Start seid. Da kann ich... Ja, okay, weil Stein gerade fehlt, noch nicht so viel von herstellen. Also Palsaft muss ich auf jeden Fall jede Menge dann ranholen. Das Spiel ist hammergeil. Ja, auf jeden Fall. Es macht schon sehr Laune, das Game. Schlafen? Mr. Fister 7? Dankeschön für dein Follow. Willkommen. Furzi, moin. Wie geht's? Alles gut? Ich kann doch jetzt theoretisch direkt wieder den eigentlich machen, ne? Und fangen nochmal. Ist wieder da.
ihn gekillt. Ich wollte gerade sagen, ich muss, glaube ich, ganz schnell eine Sphäre werfen, bevor die Dings den töten, die Wirbelstürme, weil die so stark sind. Und genau da in dem Moment sind die los. Ich hatte gar keine Zeit, nicht mal den Satz zu sagen, weil die den so schnell weggeklatscht haben. Was zur Hölle? Ist das krank? Weil das nervt, Noah GTC, und ihr kein Backseat-Gaming betreiben sollt. Ich stelle mir die Sachen so ein, wie die für mich passend sind. Da brauche ich gar keine Hinweise, was ich wie einstellen soll am besten. Ich habe da so meine eigenen Vorlieben. So. Habe ich gar keine Elektrodrüsen mehr übrig, okay? Müssen wir die da erstmal reintun. Deswegen ohne Kommentar timeouten. Aber naja, egal. Ja, ich würde jetzt sagen, versuchst du nicht den Miesepeter den Leuten zuzuschieben, die dich getimeoutet haben, weil du die Regeln gebrochen hast. Sondern du solltest vielleicht den Fehler einfach bei dir suchen, dass du dir einfach nicht die Regeln durchgelesen hast. Wie sich das normalerweise gehört, ne? Aber naja. So. Tun wir mal die Wolle einräumen. Gigantischer Futterbeutel. Stufe 7. Bam. So. Polymerplatten brauchen hochwertiges Palöl. Okay, das läuft schon mal. Was wir gleich noch machen müssen, sind auf jeden Fall Nägel produzieren, ne? Keine Ahnung, ich mache jetzt mal 200 Nägel. Geht ja ruckzuck. So. Ja, tun wir mal die Nägel oben rein, ne?
Wie lange dauert es, bis Bosse respawnen? Also auf Servern haben die wohl eine Zeit, bis die respawnen. Hier im Einzelspieler eigentlich auch, aber wenn du schläfst, dann respawnen die sofort. So. Zack, nehmen wir mal die 6 Eier mit. Bam. Bam. So. Okay. Haben wir direkt ausgebrütet wieder hier. Sehr schön. Dann als nächstes gehen wir mal hier oben wieder in die Base. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Ach, da liegt schon wieder alles rum. Ist das krank. Ich will gar nicht wissen, was hier schon wieder drin ist. Na, hier sind natürlich auch noch 200. So. Zack, 700 Erz haben wir schon am Start. Hier ist auch schon wieder jede Menge Wolle produziert worden. Haben wir schon mal 18 Stück wieder. Stein haben die auch schon wieder rangeholt. Also das läuft hier auf jeden Fall in der Base. Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ich glaube, ich brauche einen mit einer höheren Erntefähigkeit. Hatte Mamorest nicht eine höhere? Nee, ne? Der hat Anpflanzen. Der hat auch nur Ernte 2. Ich brauche was, was richtig gut ernten kann. Lilen. Was ist Lilen nochmal für einer? Ernten Level 4. Wo finde ich den denn? Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht, ne? Warte mal, habe ich den nicht hier in dem Dings? Nee. Das ist das Ding, ne? Nee, das ist der auch nicht. Dash. Nightwing. Kannst du breeden mit Mosander und Petalia? Okay, Mosander habe ich, glaube ich, sogar, ne? Ist das nicht dieser Panda-Bär? Ja. Okay.
Dann werde ich das eine jetzt mir wahrscheinlich gleich fangen. Würde ich sagen. Ich würde ganz gerne noch einmal schnell hier bisschen Dings in Produktion geben. Zement. So. Dann mache ich noch mal davon 3 Stück. Ich glaube, bevor du hier weiter das machst, hau ich dich hier mit dran. Oh, da wird jetzt der Zement nämlich schnell produziert. So. Alter, sind die Dinger riesig. So. Da machen wir erstmal schön Betten. Da haben wir nämlich jetzt 2 Stück schon fertig. Sehr geil. Okay. Dann schauen wir mal jetzt hier, Palsphären. 67 Stück. Eigentlich würde ich ihn gerne jetzt aufheben, aber irgendwie... Ah, jetzt. Weil dann tue ich den nämlich jetzt hier mit ans Fließband werfen. Werf meinen da dran. Okay, er transportiert gerade. So, dann kriegen wir nämlich die Terrasphären. Und mit denen bin ich ja auf jeden Fall schon mal deutlich besser bestückt als mit einem anderen. Hier haben wir wieder jede Menge Wolle. Sammeln wir natürlich auch alles ein, ne? Nee. Kollege, was machst du? Hilfe! Warum rennt er denn so schnell hin und her? Er hat schon 21. So, jetzt habe ich dich. Ich würde ganz gerne schnell meine Terrasphären fertig haben, damit ich ein bisschen was gerissen kriege, Kollege. Hilfst du eben bitte? So. Easy going. Jetzt geht's schnell. Bockwurst, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Liebe geht raus.
Seppel Knusperwolke. Dankeschön für eure Follows, ihr beiden. Inks, willkommen. Schön, dass du auch mit am Start bist. So, den holen wir jetzt auch erstmal rein. Ja, den Rest tue ich jetzt verräumen. Ey, hatte ich hier nicht gerade über... Ah, okay, die habe ich fast alle aufgebraucht, ne? Okay, dafür haben wir jetzt aber ordentlich Terrasphären, was natürlich einiges ausmacht. So. Die ganze Wolle noch einsammeln hier. Bam. Moin, wusste gar nicht, dass du auch auf TikTok live bist. Ja, seit heute streame ich parallel. Links. Also erst seit heute. The Parentice. Moin, alles gut? Ist die Qualität im Stream eigentlich wie gewohnt für euch, Leute? Ja, okay, perfekt. So, jetzt haben wir gleich den nächsten Tag hier ready. Dann werden wir jetzt gleich auch nochmal den Beacon versuchen hier zu fangen. In der Hoffnung, dass ich da einen besseren rauskriege. Das wäre natürlich ultra sick. Hier haben wir einen noch so ein Jumbo-Ei. Also die Wolleproduktion, die muss ich jetzt erstmal derbe laufen lassen. Das geht ja gar nicht anders. So, und dann kann ich jetzt noch meine Pal-Base upgraden. Baue Stahltruhe. Oh, ich kann gar keinen mehr reintun gerade, ne? Die Anzahl an Arbeitspals ist durch die Welteinstellung begrenzt. Aktuell 15. Kann man das höher stellen? Ja, bis auf 20. Kann ich das auch nachträglich hier noch einstellen? Ja, im Hauptmenü.
Okay. Dann würde ich sagen, verräume ich ganz kurz den Stuff hier. Dann gehen wir pennen und dann stelle ich das eben um. Macht ja nur Sinn, oder? So. Schlafen? Okay, dann gehen wir mal zurück. Spiel beginnen. Welteinstellungen ändern. Benutzerdefinierte Einstellungen. Ah, hier. Zack. Tag 55 sind wir mittlerweile, Leute. Lumpi, willkommen im Stream. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, dir geht's gut. So. Kann ich denn schon die Stahltruhe craften? Dann muss ich die noch lernen. Gigagleiter. Ich glaube, die habe ich doch schon gelernt, die Stahltruhe, oder? Nee, Aufbewahrungstruhe. Level 39, Stahltruhe. Da, ja. Okay, die ist also noch krasser dann, ne? Okay, jetzt kann ich noch zwei Stück on top reintun. Pack ich den noch rein? Und dann würde ich ganz gerne noch den reinpacken. Dann haben wir vier Stück, die Wolle produzieren. Das sollte auf jeden Fall erstmal helfen, dass ich da mehr als genug zusammenkriege. Stein haben wir hier auch mehr als genug. Dann mache ich mich direkt erstmal auf den Weg. Und ein Raid kommt. Ich glaube, die habe ich gut erledigt, ne? Die haben viel Sturmgewehrmunition gegeben. Mittelgroße Palseele.
Die haben gar kein Licht gesehen, ja, ne? Also die habe ich ja sowas von schnell weggeknallt. Also die Pistole ist ja geisteskrank. So, warte mal, jetzt machen wir noch einen kleinen Wechsel. Weil der hier, der frisst mir nämlich die Haare vom Kopf. Da hau ich lieber so einen rein nochmal. Aber nochmal einen Anubis hier. Guck mal, wie schnell jetzt die Steinproduktion ist. Easy going. So, dann sortieren wir jetzt schnell ein und dann geht's los. Da machen wir uns auf den Weg, direkt da wieder an so einen Pal zu holen. Bam. Alles einsortiert. Ready. So, dann brüte ich euch noch schnell aus, die ready sind. Zack. Das gibt natürlich auch wieder schön XP, ne? So. Foxy, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist hier. Also wenn ich den im Blitz schnell habe und der so standardmäßig schnell wäre, das wäre schon insane. Ich glaube, den sollte ich jetzt haben. Fast ein Profi, schade. Naja, egal. Man kann ja nicht immer nur Glück haben, ne? Okay, den fangen wir mal. Neun von zehn. Minderwertige Munition. Der steht dann nur so. Bob, nee, Bobo GHG. Dankeschön für den Follow. Willkommen. Okay, dann machen wir uns jetzt ran. Dann hole ich jetzt noch das andere Pal. Müssen wir nur mal kurz gucken, dass wir hier... Zack. Welcher war das denn, den ich jetzt brauchte? Das war doch der hier, ne? Petalia. Ja. Okay. Holen wir mal eben. Oh, habe ich etwas schnell weggeknallt.
Junge, die fange ich aber auch hier gerade ein wieder, ne? Hier sind sehr viele, die ich noch gar nicht habe. Einfach mal alles fangen, was ich hier noch nicht so habe. Bleibst du bitte im Ball? Das Geile ist auch, die geben alle hier Honig und so, ne? Zack. Junge, das nenne ich jetzt mal hier einen XP-Rausch. Da habe ich jetzt mal richtig schnell XP zusammengeholt. Der Armin, moin, schön, dass du mit am Start bist. 11 Honig haben wir bekommen. Und ich bin jetzt einfach ganz flott auf Level 37 gekommen und auf dem Weg zu 38 sogar schon. Dann können wir die hochwertige Metallrüstung lernen. Sneaks, moin. Oh, da sind jetzt noch wieder welche von denen. Die habe ich ja nicht fertig. Perfekt. So. Bin nächsten Monat schon ein Jahr dabei. Ich danke dir für den Support. Buddy, danke schön für den Follow. Willkommen. Ey, Anubis, mach doch mal was. Was ist denn da los?
Perfekt. Haben wir gefangen. So. Let's go. Oh. Dann gehen wir mal per Schnellreise zurück, weil dann werde ich jetzt nämlich Mosander und die paaren, damit ich dann das Ernte-4-Vieh bekomme. Ich glaube, das wäre ja nicht verkehrt. Da. Torten müsste ich ja auch jetzt gut produzieren können wieder. Den Stuff dafür habe ich ja eigentlich zu Genüge. Da können wir 4 Torten machen lassen. Passt. So. Der kommt wieder rein hier. Ihr kommt beide zurück. Dafür reinkommt... Oh, die sind beide weiblich. Jetzt muss ich erstmal gucken, habe ich den männlich bekommen? Ja. Boah, Glück gehabt. Ich hätte jetzt einen weiblich gehabt, das wäre unangenehm gewesen. So. Zack. Und du kommst mal mit. Hier wird kein Holz geholt. Und zack. Alter. Was zur Hölle? Ist das krank? Ist das krank? Crazy. So. Er kommt da nicht hin, er hängt schon wieder. Ich muss ihn einmal wieder raus und da rein tun. So. So. Oh, du machst jetzt hier erstmal, ich sehe gar nichts mehr. Du machst die Torten. Oder auch nicht? Kein Interesse dran? Na, okay. Der wird die schon gleich irgendwann machen. Irgendwann wird er die schon machen. Wir räumen jetzt erstmal den Stuff hier rein. Zack. Da. Das kommt alles hier rein. Ansonsten versuchen wir mal Folgendes. So. Perfekt. Jetzt macht er die. Okay, hier wird gerade das gemacht. Sehr schön. Den Rest räumen wir mal ein. Moin, Hupi. Timmy, WB, schön, dass du auch wieder da bist. Wie geht's dir? Alles gut? Also auch nochmal zur Info für die Leute hier auf Twitch, ne? Ich bin seit heute parallel auf TikTok am Stream. Deswegen, wenn ich mich mal mit Leuten unterhalten sollte, die ihr hier nicht im Chat seht, dann sind die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im TikTok-Chat. Ja, alles gut? Sehr geil. So.
Dann lassen wir mal hiervon wieder 13 Stück produzieren. Boah, das wird jetzt platztechnisch echt ein bisschen kritisch langsam hier, ne? Mit diesen Riesenbetten. Aber ich glaube, hier hinten können die ja eh easy rein. Aber ich habe da noch nie einen in der hinteren Quelle rocken sehen, ne? Ich glaube, ich reiß die ab. Ich habe da noch nie einen drinne gesehen in der hinteren Quelle. Die sind so selten dort drinne. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt einfach dieses Marmeladenbrot-Ding gebe, was ja die Punkte regeneriert, ne? Okay, sehr schön. Die erste Torte ist ready. Packe ich dann direkt da rein. Dann warten wir ganz kurz. Sepf, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. King hat dem Livestream ein Like gegeben. Dankeschön, King. Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein saftig grünes Riesenei. Schön saftig grünes Riesenei am Start. Tim, Max Finn, Julesen. Dankeschön für eure Follows. Herzlich willkommen, ihr drei. Liebe geht raus. So. Das kommt alles hier hin. Bevor ich jetzt pennen gehe, werden wir jetzt nochmal schnell eine Sache machen. Und zwar gucken wir hier. Ja, die sind gerade am Transportieren. Alter, die haben schon wieder 400 rangeholt und hier hinten liegt noch haufenweise, ne? Ist das krank. Also, das ist so ein chillig geiles Game. Ich glaube, die Dinger kann ich auch abreißen. Da habe ich die auch noch nie drin hocken sehen. Guckt's euch an. 1109 Erz habe ich jetzt hier am Start. Die haben schon 600 Stein rangeholt. Palsaft, ja. Windsmoke Leno. Dankeschön auch an dich für den Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hier haben wir nochmal schöne zwei Torten. Die werden wir auch noch direkt hier schön reinhauen. So. Dann gehen wir direkt pennen. Das brauche ich nicht. Ich habe einen genauen Plan, was ich jetzt machen möchte. Und zwar, ich nehme jetzt. Nein, warte mal. Da komme ich nicht durch, ne? Moin, Cheetah, bin aus dem Urlaub zurück. Herli, moin. Wie war denn der Urlaub? War alles gut? Ich geh jetzt erstmal hier hinten hin.
Okay, perfekt. Da brauchen wir halt nur bestimmte Sachen für noch, die ich jetzt easy produzieren lassen kann. Oh, nochmal 200 Stück. Zack. So. Ich habe schöne Streams gehabt, ja. So, der soll nochmal ruhig 300 Barren hier produzieren jetzt. Hier haben wir nochmal 30 Wolle. Oh, ich habe von Benny was gesendet bekommen hier auf TikTok. Ein Diamanten, was ist das? Ich kenne mich gar nicht aus auf TikTok hier. Die ganzen Leute hier auf TikTok, wenn hier irgendeiner ist, der Ahnung hat, ruhig in den Chat schreiben. Hier, Benny, was ist das? Eine Tasse oder was ist das? Nick, willkommen. Schön, dass du mit am Start bist. Jetzt habe ich 3 Diamanten. Was sind diese Diamanten? Angriffsstratege, wild. Forstmeister. Hier haben wir nochmal. Benny hat dem Livestream ein Like gegeben. Benny, ich danke dir für den Support. Liebe geht raus. Diamanten sind eine Art Belohnungsart bei TikTok. Wir können Diamanten basierend auf der Beliebtheit ihrer Inhalte an Creator vergeben. Eine Möglichkeit für dich als Creator, Diamanten zu sammeln, besteht darin, Geschenke von Zuschauern für deine Live-Videos zu erhalten. Wenn du Diamanten gesammelt hast, kannst du von uns eine Belohnung in Form von Geld oder virtuellen Gegenständen erhalten. Weitere Details findest du im... Okay, da ist die Nachricht zu Ende. Okay. Ja, danke, Benny. Vielen Dank für den Support. Liebe geht raus. Okay, hier haben wir auch nochmal die Dings hier. Okay, wir hatten Mehl in der Produktion. Da gucke ich mal. Das ist schon ready. Gehen wir direkt das nächste Mehl in Auftrag. Der hat die 300 Metallbarren schon komplett fertig geschmolzen. Bro, was, wie schnell ist der denn? Ich brauche gar kein Feuervieh. Der eine reicht hier. Philippe, willkommen. Schön, dass du auch mit am Start bist. Liebe geht raus. Könnt ruhig gerne im Chat schreiben, wenn ihr wollt. Ich habe beide Chats offen. Sowohl TikTok als auch meinen Twitch-Chat. ...753 Metallbarren am Start. Philippe folgt dem Veranstalter. Danke für den Follow. Und ein Like hat er dem Stream auch noch gegeben. Dankeschön. Bro, was machst du denn? Du läufst hier in der Gegend rum und bist hier irgendwie nur am Rumdancen. So, jetzt gucken wir mal. 39 Stück. Also ich muss diese Palladium-Dinger, da muss ich gucken. Das ist aktuell so ein bisschen das Problem. Philippe sendet 5 Flammenherzen.
Dankeschön für die 5 Flammenherzen. Ey, ich habe gar keine Ahnung, was hier was ist, ne? Was, also ich kenne mich auf TikTok überhaupt nicht aus. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis ich da mal richtig drin bin im TikTok-Game. Stefan ist dem Stream beigetreten. Stefan, moin! Moin, Endocrine, alles gut? So, Gigasphäre. Moin, moin. Witzig, beide Streams offen zu haben. Alles klar, Stefan. So. Okay. Ja, jetzt habe ich ein paar Gigasphären am Start. Wir müssen halt haufenweise Stein rankriegen, ne? Okay. Dann werde ich jetzt als nächstes einmal, um wieder zu gucken, ob ich vielleicht einen Blitzschnellen bekomme, mich hier wieder auf den Weg machen. Noel, schön, dass du auch mit am Start bist. Liebe geht raus. Ich weiß nicht, deine N, ich kann den Namen nicht ganz lesen, ist beigetreten. Schön, dass du auch da bist. Bam! Da hat er erstmal einen schönen 200er-Header kassiert. Ah, der ging daneben dafür. Alter Anubis, was machst du denn da? Deine Entscheidung ist eher so ein Fanname, Dominik Reich. Dominik, freut mich, dass du mit am Start bist. Schade, ich wollte ihn eigentlich fangen, aber Anubis hat sich dazu entschieden, einfach seinen Roundhouse-Kick einzusetzen und ihn einfach komplett aus dem Leben zu kicken. Heilige Scheiße. Und danke für die Follows hier auf TikTok, ne? Vielen Dank, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Wie oft kann man einen Boss machen? Also im Einzelspieler immer, wenn du gepennt hast, ist der wieder da. Problem ist halt, wenn du so einen Anubis hast, wie ich, der einfach das Vieh komplett wegjietet. Noel, dankeschön für den Support. Liebe geht raus. Ich weiß nicht, was die Hand mit Herz genau ist. Und gibt, keine Ahnung, Fingerhart hast du gesendet. Dankeschön. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh, was haben wir denn da für ein Ei? Das nehme ich mal mit. Knisterndes Jumbo-Ei. Und noch 13 Mal. Alter. Vielen Dank für den Support. Liebe geht raus.
Man sieht aber nicht direkt, wie viele Diamanten oder so das gibt, ne? Es waren jetzt schon viele Diamanten, glaube ich. Ich danke dir für deinen Support. Das braucht nur 40 Minuten, okay? Perfekt. Dann, ja. Mehl, okay, ist in Arbeit hier. Ich tue mal so lange, wie ich in der Base bin, immer meinen Anubis hier hinwerfen, dass der mitarbeitet, damit schneller Stein produziert wird. So, meine Idee war nämlich, jetzt Gigasphären zu machen und Viecher zu fangen, die mir Palsaft geben. Und ich wollte mir das Schlachtbeil machen, damit ich die sofort schlachten kann. Das sollte sich ja lohnen. Fleischerbeil. Muss ich das hier... Ja, das muss ich hier reinlegen, ne? Geil. So. Dann gehen wir jetzt erstmal... Oh, ich muss mal gucken. Wolleproduktion. Ja, ja, die ist schon wieder hier komplett eskaliert. Okay. Ja, er ist jetzt gerade Mehl am Machen. Marmeladenbrot haben wir mehr als genug. Da wird mir erstmal nicht so schnell was ausgehen. Zack, das sortieren wir auch direkt ein. Also Palsaft ist so eine Sache, die werde ich ja dringend brauchen, um Zement die ganze Zeit herstellen zu können. Deswegen macht es auch nur Sinn für mich, da zu gucken, dass ich da jetzt so ein bisschen was ranhole, damit ich gut was auf Vorrat habe. Und dann lasse ich denen jetzt wahrscheinlich erstmal richtig viele Marmeladenbrote herstellen. ...509. Bam. Da werden jetzt die Marmeladenbrote gemacht. Oder auch nicht, weil der Typ schon wieder irgendwo stuck ist. Der ist ja geisteskrank am Stucken. Wahrscheinlich meint der Headliner das. Wobei, ich habe meine Base schon eigentlich so gebaut, dass sie hier gut irgendwie überall rumkommen müssten. Aber anscheinend nicht gut genug. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin. Weil hier laufen nämlich, glaube ich, die ganzen Pals rum. Ich kann aber nur gefangene Pals schlachten. Ich kann jetzt nicht mit dem Messer hingehen und die direkt so kaputt hauen damit, ne? So, ich kann aber jetzt so machen. Wie kann ich den denn jetzt schlachten? Ein Palsaft gibt das nur?
Bro, ich hab gedacht, der kommt viel mehr bei rum. Hä, was ist das denn für eine Sauerei? Das bringt ja gar nichts. Hohe Rang. Dankeschön für 34 Monate, Liebe. Geht raus. Kriegst anderweitig mehr. Also ich hab gedacht, Plora, dass das schon... Flieg mit deinem Flugmount rum, hitte die vielleicht noch mit der Armbrust, dann sind die Instant Catch. Also ich brauche, glaube ich, nicht mal mit der Armbrust die hitten. Also da kann ich auch hier das einsetzen. Kann der über Wasser fliegen? Ja, so wie es aussieht, ja. Also da kann ich die auch so abfarmen, also das lohnt sich ja gar nicht. Ich hab gedacht, das Schlachten wäre total effizient, das ist ja voll der Bullshit. Da werde ich mit der Pistole jetzt schön jagen. Also ich glaube, das ist viel effizienter als alles andere. Guck mal, jetzt habe ich schon 26 Saft. Ich glaube, ich bin aber noch schneller unterwegs, wenn ich auf den Feng Lope wechsle. Der ist, glaube ich, noch mal ein bisschen schneller. Wobei, mit dem kann ich dann nicht über Wasser, ne? So. Holen wir ihn erstmal wieder raus, hier den Kollegen. Hä, mach meine Schüsse. Lol, macht das je nachdem, was für einen Vieh ich draußen habe, mache ich dann auch einen anderen Schaden? Weil ich mache ja jetzt die ganze Zeit hier Elektroschaden, ne? So. Zack. Erledigt. Also so kriege ich das schnell gefarmt.
Ah, wenn du auf dem Pal reitest, hast du seine Fähigkeit, also sein Element quasi, ne? Ich habe jetzt schon 61 Palsaft, also das ist schon mehr als effizient genug für mich. Damit kriege ich ja in kürzester Zeit das, was ich brauche, schon easy zusammen. So, jetzt wird es gerade auch wieder dunkel. Boah, den Beacon, den hätte ich jetzt echt gerne mit blitzschnell, ne? Muss ich sagen, wenn ich sehe, wie schnell der sich hier schon bewegt. Ach komm, zwei sind direkt hier in der Nähe. Nehmen wir das auch noch direkt noch mit. So, dann habe ich da auch genug von. So. Ja, dann tue ich den Palsaft erstmal wieder oben rein. Ich habe jetzt einfach erstmal ein bisschen was rangeholt, weil ich brauche ja immer wieder Zement. Damit komme ich aber jetzt erstmal aus. Das ist ja 122 Palsaft, ne? Zur Not kann ich jederzeit nochmal welchen holen. Also mit der Munition hier, die kriege ich ja auch schnell produziert, Munition. So, nächster Tag. Sehr schön. So. Da würde ich sagen, machen wir uns jetzt direkt auf den Weg und dann gucke ich jetzt mal, ob ich hier nochmal Glück habe. Gibt schnellere Pals. Ja, das mag zwar sein, aber jetzt aktuell für den Stand, wo ich jetzt bin, kann ich den gut nutzen. Hier, für mich, lohnt er sich aktuell. So. Oh. Zack. Ach, Digga, befrei dich doch nicht jedes Mal bei 70%. Das ist ja insane. Ah, wieder cooler Typ bekommen. Schade. Den hätte ich schon gerne besser gehabt. Feldu, dankeschön für den Follow, willkommen. So.
Dann räumen wir die jetzt auch nochmal rein hier. Wolle muss ich wieder einsammeln. Finde ich aber gut, dass sie so viel produzieren. So. Antike Bauteile habe ich auch mittlerweile sehr viele. Oh, hier ist auch nochmal Wolle drin gewesen. Ah, wartet mal, meinen Kollegen schmeiße ich auch mal dazu. Dann kann er auch nochmal ein bisschen Stein ranholen. So. Können wir wieder 118 davon produzieren lassen. Eier haben wir hier auch wieder 3 Stück, die hole ich mal. Die können wir dann direkt zum Ausbrüten geben. Perfekt. Sehr angenehm, okay. Das räumen wir auch noch ein. Dann sind wir nämlich auch gleich schon wieder am Ende angekommen hier. Ah, ich nehme nochmal die Wolle, die ihr hier jetzt noch produziert habt, mit. Die Torten habt ihr aufgebraucht. So. Also das ist schon mal gut, dass ich so viel Wolle hier bekomme. Da kann ich auch gleich schon mal wieder Betten craften und so. Dann machen wir direkt mal 18 hochwertige Wolle. Craft die mal mit mir, bitte. Okay. Dann bauen wir die nächsten Betten. So, lassen wir direkt hier auch noch machen. Zack. Boah. Jetzt habe ich 3 Betten mehr, als ich brauche. Das heißt, die 3 kann ich schon mal abreißen. Die sollen natürlich nachher nur große Betten sein. So.
Okay, dann die Materialien räume ich erstmal wieder ein. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der heutigen Session wieder angekommen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne Bewertungen, Kommentar da. Und wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, dann haut gerne ein Abo raus und aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Session von Palworld wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.